Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Ferienjob. Ja, da kommt sie wieder früh. Tja, hab ich auch gesagt. Aber pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich hab sogar schon einen. Ich habe in den Ferien mal bei einem Starfotografen gejobbt. Fand ich aber total langweilig. Immer nur die gleichen Vögel zu knipsen. Ja. Schauen wir. Ja. Oder wir machen es so. Ich habe ja mal bei einem Ferienjob ein Auge auf meine Chefin geworfen. Die haben mich direkt rausgeworfen aus der Rechtsmedizin. Ja. Der ist ja mal Bombe, der Witz. Ja. Oder pass mal auf, ich glaube, ich hab's jetzt, Dirk. Okay. Ich hatte mal einen Ferienjob als Kellner, wurde aber gefeuert. Fragt mal, warum? Warum? Na, weil ich den ganzen Tag gebraucht habe, um den Salzstreuer zu befüllen. Aber hey, das dauert halt bei diesen kleinen Löchern. Der ist es. Komm, den schicken wir hoch. Mach mal Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.